Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den John Deere 6920S in der Version 1.0 von dem Modder Agrar Danny an. Das Ganze findet ihr in der Kategorie Traktoren bzw. Fahrzeuge hier oben und dann mittelgroße Traktoren. John Deere 6920. Der Mutter hat einen relativ langen Text geschrieben, der mit Hass geschrieben wurde, wohl bemerkt. Da kommen leider Wörter vor, die ich hier nicht erwähnen darf, weil sonst YouTube sagt, ey, keine Monetarisierung. Deswegen, ja, gehe ich einfach mal davon aus, wenn ich das richtig verstanden habe, den gab es schon im 17er, wurde dann für 19er von irgendjemandem konvertiert. Der hat das übelst scheiße gemacht und jetzt hat es der Mutter richtig gemacht. Richtig so. So, John Deere 6920, meine Fresse, 138 PS Leistung, 250 Liter Diesel, 53 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, 112.500 in der Anschaffung, 5.737 im Leasing. Konfiguration, Reifenhersteller, Reifenvariante, Design, Motorausführung und Frontlader, Anbau haben wir zur Verfügung, also insgesamt 6 Config-Möglichkeiten. Farbe kann man nicht auswählen. Zur Konfiguration Nummer 1 haben wir einmal Standard 360, 560, 760, 1010 Kilogramm von Tritraulik und das war's. Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Mitas. Bei Trelleborg haben wir einmal Standard, Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten. Bei Michelin Standard, Breitreifen, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten. Und bei Mitas Standard Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten. Design haben wir Standard, Starfire, ja oder eben nein. Haben wir einmal hier oben und dann dementsprechend auch hier drinnen ein extra Display dazu. Motorausführung 6620, 6820, 6920 und 6920. Da sind wir dann bei 138, 150, 160 sowie 165 PS an Leistung. Frontladeranbau, nein oder ja. Wunderschöne Sache. Schauen wir uns das Ganze mal in Game an. So, haben wir hier John Deere. Gehen wir mal hier runter. 6620, habe ja komplett hier Standardausführung. Ne? Die Diegel sehen gut aus, passt soweit. Reifen, LS19 Standard in dem Fall, kann man auch alles dran erkennen, gibt es nichts zu meckern. Vorne zwei Lichter, selbst mit Glas vorne dran. Also nicht Glas, sondern also das Glas, ja, also die sind nicht frei. Wie manche anderen, passt auch, gibt es auch eigentlich nichts zu meckern. Rechts die Diegel sehen auch ordentlich aus. Hinten im Heckbereich, oh, sieht soweit auch alles so aus, wie man es sich vorstellt. Hinten Hecklichter mit Blinker, Diegel noch mit dabei, passt. Innenbereich, ein relativ kleiner Sitz, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn es so ist, ist es so. Sieht aber gut aus, auch die Decke sieht soweit gut aus. Allgemein sehr viele Knöpfe, Hebel und Dings, die man alle irgendwie betätigen kann. Lenkrad lässt sich schon mal bewegen. Spiegel sind da, funktionieren auch, sind auch in ihrer Form, so wie sie sein sollen. Eine wunderschöne Sache, also ich habe an der Texturqualität nichts zu meckern, würde ich sagen. Hören wir uns mal, oh, hab's nicht angemacht, sorry, hören wir uns mal den Sound an. Ja, sonst hört sich soweit eigentlich auch vollkommen gut an, okay an. Wie gesagt, schau da nochmal später drüber, wenn ich da irgendwas im Original sagen kann. So, kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht, unser Fahrer ist animiert. Er drückt aufs Gaspedal, genauso wie auf beide Bremspedale. Das passt soweit also auch schon mal. Wir haben vorne eine ja, km/h-Anzahl mit dabei. Wir stellen das Ganze jetzt einfach mal hier runter, weil ich jetzt hier im Kreis fahren muss. Weil ich jetzt hier gerade, hallo, würdest du das bitte zumachen? So, schalten wir einfach mal hier runter so auf 9. Also jetzt sind wir gerade auf 8. Wir müssen mal kurz hier zurück zur Straße. So, stellen wir jetzt einfach mal hier auf 9. Und ihr seht, es ist so auf 9. Machen wir mal auf 12. Ja, das passt schon mal. Genauso wie wird die Uhrzeit vorne mit angezeigt.
Ansonsten haben wir rechts dann Umdrehungsanzeige, also Umdrehung pro Minute. Links davon haben wir nochmal Armaturen mit der kmh-Anzeige, würde ich fast behaupten. Bei 20 sind wir, bei 20 ist also dementsprechend auch so original. 30 passt, also das passt mal wie die Faust aufs Auge. Ich bin beeindruckt. Ihr seht vorne, Blinker werden angezeigt. Ich habe jetzt hier Warnblinker an, jetzt links, jetzt rechts. Passt also auch schon mal. Ansonsten gucken wir uns das Ganze mal hier in der Nacht an. So, Daytime, zack, so. Licht an, wird dementsprechend auch alles hier mit beleuchtet. Das passt soweit, vorne auf das komplette Display. Könnt ihr jetzt hier nochmal genauer sehen. Wenn ich hier Lichtmodi jetzt durchschalte, gibt es da jetzt extra nichts. Aber das ist auch nur nice to have. Also auf jeden Fall schon mal da. Ansonsten, ja, Blinker reflektieren, passt soweit. Normales Fahrtlicht, hinter das Arbeitslicht, vor das Arbeitslicht und aus. Könnt ihr mit Numpad 5 und Numpad 6 noch separat aktivieren bzw. deaktivieren. Rundumleuchten sind auch da, reflektieren auch. Passt soweit auch. Das Licht vorne hat so einen leichten gelblichen Schimmer. Auch sehr gut. So, ansonsten, also ihr seht auch hier noch wegen animierten Hebel, vorwärts, rückwärts und so weiter und so fort, ist auch noch mit dabei. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, ich glaube, hier wurde ein bisschen was an der Fahrphysik gemacht, denn der Traktor fühlt sich schwerer an als, ja, als diese, Standard-Traktoren, die wir halt in-game haben. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es fühlt sich halt einfach schwerer an, realistischer. Ja, das, man kann nicht einfach so in der Kurve und so, ne, das merkt man schon. Vielleicht täuscht das auch nur, aber ist ein angenehmes Fahrgefühl, muss man wirklich sagen. Kommt schnell auf seine 53, bremst auch sehr gut. Wenn man bremst, bremst man, passt. Ansonsten hinten 3-Punkt-Aufnahme und vorne die Fronthydraulik, wenn ihr sie dran habt. Funktioniert alles, habe ich schon mal getestet, ohne Probleme. Und ja, Thema Lok ist sauber, gibt es nicht viel zu erzählen. Und in dem Sinne kann ich euch nur sagen, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung, wie immer verlinkt. Wundert euch nicht, wenn das auf eine Seite, wenn ihr da auf eine Seite weitergeleitet wird, wo ihr jetzt denkt, ist eine Klau-Seite. Der Mutter hat es dort selber hochgeladen, denn er hat uns gefragt, ob wir es denn vorstellen können. Det Wesen, det Wesen. So, ja, aber haben wir gerne gemacht, lieber Dani. Schöner Mod, danke für deine Arbeit und sehr schöner Text. Weil ich verlinke euch mal nicht direkt zum Download, sondern auf die Seite, dann könnt ihr euch den Text selber mal durchlesen. Es ist wirklich sehr schön geschrieben. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Peace and out.